Einen wunderschönen und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute mit dem lieben Ting Tao. Hi. Und wir machen eine Folge unerkannt über DCBs. Heute ein bisschen abgeändert. Und zwar habe ich hier Eisen, Gold und Bia-Blöcke dabei. Einmal, es wurde nach einem Schild gefragt, 5k. Es wurde nach einem Stream gefragt, 10k. Und es wurde nach Isse gefragt, 4k. Diese Blöcke überreiche ich jetzt Ting Tao. Der wird im mitlaufen und wird nachprüfen, wie oft ich wegen was gefragt wurde, wird dann in deinem Inventar rumhantieren. Und am Ende wird der Gesamtbetrag zusammengezählt und unter dem Video verlost mit Hashtag ertappt. Weil, sind wir mal ganz ehrlich, ich werde es eh nicht schaffen. Wir haben 3 Leben. Ziel ist es, falls ich es schaffe, von CB1 bis 22 zu kommen, ohne dass jemand mich irgendwie anspricht, dass irgendeiner von diesen Blocks aktiv wird. Ting Tao das Ganze überwachen. Und ich würde sagen, wir laufen los. Ich habe 3 Leben. Wenn ich 3-mal entdeckt wurde und 3-mal nach irgendwas, was da auf den Blöcken steht, hier sind sie nochmal, gefragt wird, dann starten wir von vorne. Dann gehen wir auf CB1. Ding Tao, ich schreite schon mal vor. Wir sind wahrscheinlich in einem anderen Portalraum. Ich bin bereit, reinzugehen, du auch. 3, 2, 1, rein in den Lachs. Ja. So, ich bin drauf. So. Und Isai Kun. Sevi hat natürlich wieder geschrieben. Ja, ist ein 4K-Block, ne, Ting Tao? Richtig. Und wir gehen wieder in den. Ja, wir gehen wieder in den Portalraum. Dankeschön, Sevi. Dann gehen wir wieder auf CB1. Ein Leben weg. 3 Leben, 2 Leben noch da. Es ist wirklich, es ist so unmöglich. Vor allem jetzt mit dem Rang ist es noch unmöglicher. Was meinst du, wie oft angeschrieben wird wegen den Schildern? So, zweites Mal. Wir sind wieder drauf. Sevi gilt natürlich jetzt nicht mehr, ja? Aber wenn jetzt nochmal Sevi was schreibt, das gilt nicht. Ich laufe immer eine Runde um den Spawn. Gucken wir mal, ob jemand was schreibt. Ich glaube, dieses Mal sind wir aber verschont. Es gibt eigentlich immer einer, der irgendwas schreibt. Ting Tao, du giltst natürlich auch nicht. Aber 4K sind schon im Pott wegen Sevi. Ich glaube, wir müssen es noch einmal laufen. Wegen dem Schild, dann natürlich ist es eine MSG und das würde ich dann natürlich so ehrlich sein und das dir sagen, Ting Tao. Gut, dann sind wir mit 1 durch, dann gehen wir auf 2. Gucken wir mal, ob mich da jemand ertappt. So, ab geht's auf CB2. Das wird natürlich wieder witzig. Und da sind wir schon, CB2. Meine Statusmeldung, der Strich kam. TTB Smoke schreibt Isai Kun hey. Oh, und ich wurde auch nochmal angeschrieben privat mit einem Hey. Ting Tao. Der wird ausgeraubt. Aber ein Hey, ein normales Hey über eine MSG zählt nicht, oder? Das ist dir überlassen. Eigentlich geht dir per direkt Nachricht an dich. Also 2x 4K. Würde ich schon sagen. Gut, dann 2x 4K und noch ein Leben. Dann gehen wir wieder auf CB1. Gibt's doch nicht, ey. Eieieiei. Siehst du das mal, wie das ist, Ting Tao? Wenn ich sage, das ist schlimm. Siehst du das endlich mal an eigenem Leib? So, wir sind wieder auf 1. Nur noch ein Leben. Schaff's eh nicht. Das ist eh schon weg. Wir laufen wieder eine Runde. Ich sprinte diesmal. Los, renn, kleiner Hasi. Oh Mann, ich werde die ganze Zeit gesetbackt. Renn, renn, renn. Gut, ich glaube, auf 1 kommt nichts mehr. Können wir runter, ja. Dann gehen wir auf 2. Oh, hallo, Ting Tao. Ich weiß nicht, ob ich gerade lagge oder ob es einfach gerade ein bisschen laggy ist. Nee, ich glaube, es ist gerade generell der Server. Ich werde nämlich auch die ganze Zeit zurück. So, jetzt wieder CB2. Da wird es wieder interessant. Der eine, dieser Smoke, zählt auf jeden Fall nicht mehr. Oh, Saskia ist da. Ich habe zum ersten Mal das einmalige Item. Wir gucken mal kurz im Video bei LT Bob rein, was er da hat. Wow.
Also ist nicht so interessant für mich, LT Bob. Aber ja, vielleicht gibt da jemand gut was dafür aus. Okay, CB2 können wir, glaube ich, auch abhaken. Dann gehen wir auf CB3. Eieieiei. Weißt du, wo es eh spätestens enden wird? Auf CB7. Ja, so ist das halt, ne? Das ist ja mein Heimat-CB. Wäre traurig, ja, wenn ich da drauf gehe und nichts passiert. Könnte aber auch sein, dass viele nichts schreiben, da du da schon drauf warst. Bevor wir. Das kann sein, ja. Als wir gestartet haben, ne? Und CB3 sieht auch sicher aus. Lokutus ist am Start. Aber es sieht sicher aus. Es sieht sicher aus. Ja, ich denke mal, da können wir runter, oder? Schiedsrichter? Ja. Schiedsrichter sagt ja. Ich würde auch sagen, bin auch einmal rum. Dann ab geht's auf 4. Ja, ich komm nicht einmal rum, weil es mich die ganze Zeit setback. Ist gerade ein bisschen unlucky. So, schnell auf 4, schnell auf 4. Weißt du? Wenn ich kein Video aufnehme, ich gehe auf den CB, mir schreiben 3 Leute, hey, krieg ich ein Schild, hey, krieg ich ein Schild. Jetzt nehme ich ein Video auf. Will euch einmal zeigen, dass ganz viele Leute das schreiben und keiner schreibt. Dreist ist das, dreist. Die riechen alle, dass ich aufnehme. Naja, wenigstens musst du jetzt nicht so viel Geld raushauen. Darf ja, das ist doch nicht das Problem. Das mache ich doch gerne für meine tolle Community. Hihihihi. Nein, ist echt wirklich, das ist doch nicht das Problem. Buddy was moved out of your channel. Was da denn für eine Fledermaus, eine Drache ist, das okay. Wollen wir dann auf CB5? Passt das? Ja, ja, ne? CB4 sieht sicher aus. Gehen wir auf CB5 rüber. Sehr, sehr gut. Bis jetzt sind wir bei wie viel? 12k im Pod erst, ne? Kann ich gleich nachschauen. Eieieiei. Oh, da ist Toxic Vibes, das schreibt man eigentlich immer. Ja, und. Aber der ist gerade in der Diskussion. Und Cyber Sven ist auch online. Ja, Cyber. Nein! Ich wusste es doch. Isekun, LOL, okay. Gangster, was geht? Ja, Toxic Vibes. Dankeschön! Vorhin war der noch nicht dran, oder? Nein. Und vor mir steht auch einer. I'm not fishy, der hier rumgangstert. Gibt's doch nicht. Also, was ist passiert? Wir haben alle 3 Leben weg. Wir sind bis zu CB5 gekommen und wir haben wurden 4-mal angesprochen. Das heißt 16k. Ja, komm, wir runden auf. Das ist ja langweilig. Wir machen eine 25k-Verlosung mit Hashtag entdeckt unter das Video. Los ich dann in den Livestreams aus. Ja, danke an Tingtau. Hier der tolle Schiedsrichter. Ja, und bis zum nächsten Video oder in den Livestreams. Ciao, ciao.